Jetzt sind wir auch schon live. Hallihallo, wunderschönen guten Abend auf Instagram. Also wer schon umwechseln will, sieht dort auch schon dasselbe Bild, wie er da sieht. Ne? Auf Instagram kann ich es nicht stürzen, so wie ich es auf Facebook kann. Da kann man hinten. Und das will ich selber gut lesen, das geht auf Instagram nicht. Da ist selber genau seitenverkehrt. Ja, die ersten stürmen schon einer. Freut mich, hallo, grüß euch. Wie gesagt, um 19 Uhr wird dann der Müslimaser zu mir kommen und dann werden wir das gemeinsam wieder moderieren heute Abend. Freut mich, dass ich schon ein paar Stammgäste wieder dazu gewonnen habe, also die was jeden Tag kommen. Grüß euch. Bleibt mir gewogen. Brauhaus Rosenberg, wir müssen ausmachen, wann wir unseren Stammtisch machen. Weiß nicht, wie schaut es bei euch aus, Sonntag auf Nacht? Hättest du da Muss, da hat euch das gefreut? Gratulation zu dieser Idee, herzlichen Dank. Hallihallo, Karl Junge Gratmann, schöne Grüße nach Deutschland. Unbedingt, ja, wenn Sonntag auf Nacht passt, ist für mich fix ausgemacht, ich kontaktiere euch morgen und dann machen wir das. Ja, für alle auf Facebook darf ich mich jetzt dann schon langsam verabschieden. Wer einen Instagram-Account hat, soll sich bitte auf dem Instagram-Account um mich werfen. Kennt ihr gleich Hotel Riedberg oder Hotel Riedberg suchen. Das sind wir dann. Dort ist auch ein Live-Video gestartet. Und wenn ihr schon dabei seid, dann könnt ihr uns auch gleich folgen, weil dann ist es einfacher, wenn ihr eure Story durchwischt, dann kommt es automatisch auf unserer Instagram-Seite mit dem Live-Video. Wie gesagt, von 19 bis meistens 22 Uhr, mit Martin Seidel war es 23 Uhr, mit Matthias Schneidl war es 22:30 Uhr, gestern mit Tom Stark war es ein wenig nach 22 Uhr, also wie es halt ist bei einem Stand ist, ein Kommen und ein Gehen, es kommen aber wieder Leute dazu, es gingen wieder mal und jeder kann es eingeladen mitzudiskutieren. Grüß euch aus Niederösterreich, Servus Karl, schönen Gruß aus Peterskirchen. Ja, freut mich. Ja, heute wird es sehr viel um Bier dran, also es war gut, wenn man Bier fin ist. Geht ja noch schnell zum Kühlschrank, holt euch ein Bier und dann starten wir in 2-3 Minuten, wenn der Müslimaser dann auf Instagram ist, starten wir an und dann geht's los. In dem Sinne an alle, verabschiede mich von alle Zuschauer auf Facebook. Bleibt mir gewogen, bleibt gesund, schaut auf euch, bleibt daheim, rennt nicht raus, tun wir dann und nicht vergessen, darauf ein Bier. Bis morgen. Pfiat euch. So, das war's auf Facebook und jetzt kann ich mich ganz euch widmen. Einen wunderschönen guten Abend nochmal zu unserem virtuellen Stammtisch auf Facebook. Heute habe ich als Stammgast Christian Mauser. Das ist der Brei von der Mühltal Brauerei. Der hat mir gestern ein Bierpaket geschickt, 12 Flaschen insgesamt, jeweils 6 Flaschen, ein Bock und ein Edelmerzen. Der mein Gast Andreas hat den Schneidl Maibock angezapft, sehr gut, was ist er denn für ein Jahrgang? Der, den was ich letztes Mal getrunken habe, ist 2019 noch gelaufen, also der wird auch 18er gewesen sein. Hat aber noch keine so Honigaromen gehabt, wie er das sonst gern kriegt. Der Saphir-Opfen hat sich ein wenig zurückgenommen, aber immer noch gut zum Trinken, also durchaus, würde ich mal sagen, ein gelungenes Bier. Jetzt schaue ich mal, ob der Müslimaser vielleicht eh schon da ist. Nein, ist noch nicht da. Das ist von einem Garten. Karl Wögerer, mein Kollege. Servus, grüß dich. Auch Biersommelier. In Kaltenhausen Ausbildung gemacht. Wo ich auch referieren habe dürfen. Ja, Foto Scharinger, servus. Schon langsam stürmen sie einer. Esselflor, da muss man helfen. Das ist aber schwierig mit den
versteckten Namen. Aus Matterndorf. Ah, bist der Christian Mauser-Fan, der hat die gelockt. Jetzt braucht man nicht nur einen Christian. Ich hoffe, dass das mit seiner Prinzipessa 1977, Christi. Jetzt können wir nicht nur hoffen, dass das mit seiner Technik funktioniert. Das war die Tage ein bisschen eine Challenge, heute Mittag auch noch mehr. Er hat also ein chinesisches, komisches Handy, das wir wahrscheinlich eh alle haben, aber das hat nicht so gut funktioniert. Und jetzt hoffe ich, dass er dann einmal vorbeischaut und einsteigt, damit wir dann loslegen können. Jo, Nachbar und Cousin, sehr gut. Also ganz Verwandtschaft eingeladen zum Stand ist. Ich hoffe, es habt euch alle ein Bier vorbereitet. Natürlich am besten eins aus der Mühltaler Brauerei von Christian. Ein Bier. Und das werden wir dann nochmal gleich gemeinsam kosten und gleich mal ein bisschen über die Biere quatschen und so weiter. Jetzt brauchen wir nicht nur einen Christian. Aber so ist das mit den Stars. Die wollen gebeten werden. Olli, servus, grüß dich. Freut mich, dass du Zeit gefunden hast. Baumgartner Zwickel, jawohl. Auch in Ordnung. Auch ein gutes Bier. Piero Baladin ist auch live. Schau, jetzt ging uns alle live. Wo ist der Müsli-Mauser? Aber Bier, servus, grüß dich. Freut mich, dass du heute auch wieder da bist. Täglich werden unsere Stammgäste mehr. Also kann ich mir nächste Woche Bier bei dir holen? Ja, gerne, aber vorher ankündigen bitte. Und auch das noch mal ganz kurz. Wir stehen nicht für Standardbiere. Du kannst ja bei uns kein Kistenbier holen und kein Sechsertragerlbier holen. Im klassischen Sinn. Sondern immer ausschließlich Spezialbiere. Das kennen Wolfi Servas, Pilsner Urquelle ist auch wieder vorhanden. Immer Spezialbiere. Also durchaus kräftigere Biere, Bockbiere. Sauerbiere, Fruchtbiere, holzfassgereifte Biere, was auch immer, aber nicht unbedingt ein ganz klassisches Märzen oder so. Habe ich auch, aber nicht in großen Mengen. So, Mühltalbrauerei sieht zu, die werde ich jetzt einmal einholen. Ich hoffe, das ist höchstpersönlich der Brei. Schauen wir mal, ob er es annimmt. Ah, der Müsli-Mauser, okay. Dann habe ich den Verkehr eingeladen wahrscheinlich. Muss ich einen Müsli-Mauser einladen? Michael, wegen einem Bier reden wir noch, das machen wir dann auf direktem Weg, welches das ich empfehle. Jetzt müsst ihr die Mühltalbrauerei vielleicht ablehnen, dass es nicht reinkommen will, damit ich einen Müsli-Mauser reinbringe. Abbrechen, okay, hat geklappt. Wo ist der Müsli-Mauser? Wo ist der Müsli-Mauser? Der ist wieder nicht mehr da. Da ist er. So, jetzt schauen wir, ob das funktioniert. Schremser Osterbräu. Wie war die Osterboxe? So. Grüße. Ha, ich glaub's nicht. Ist hier schön. Es geht. Du siehst mich. Unglaublich. Ich glaub's ja nicht. Gary Graz, der Bierkeeper. Sensationeller Name, Müsli-Mauser. Ja, über das können wir dann noch reden. Was ist im Gesicht passiert? Da ist ein Bart gewachsen. Es ist ein Versuch eines Bartes, sagen wir es, wie es ist. Ah, okay. Ja, ja. Ja, das ist der Quarantänebart. Ah, der Quarantäne. Ja. Das sind jetzt meine Deutschen, glaube ich. Entschuldigung, meine Lieblingsnachbarn. Man hat das jetzt oft gehört mit der Quarantäne. Wie geht's? Was ja, mein ist so lange da? Hey, soweit geht es uns ziemlich gut. Los ist Gott sei Dank nicht viel, das muss man ganz ehrlich sagen, in dieser aktuellen Zeit. Ja. Und... Ja, nein, soweit geht's alle gut. Läuft bis aufs Geschäft. Ja, das Geschäft. Gott sei Dank. Das Geld käme nicht. Gott sei Dank bleibt ihr daheim. Das Geld käme nicht fressen am letzten Tag. Hauptsächlich ist mir sein gesund. Was so jetzt? Richtig. Die Banken dürfen nicht nervös werden. Der Rest ist eigentlich ziemlich wurscht. Aber ich habe gestern schon gesagt, solange unsere Religion Geld ist, werden wir auch nicht viel verändern in unserer Gesellschaft. Und da hast du absolut recht. Nichtsdestotrotz müssen sich wir auch immer wieder darum kümmern und das ist ja auch eigentlich
unternehmerischer Auftrag, dass wir immer schauen, dass genügend Geld für unsere, also für die Familien der Mitarbeiter und für unsere Familien da ist, weil sonst funktioniert unser System einfach nicht. Und deshalb müssen sich auch wir Unternehmer immer darum kümmern, dass wir halt so viel Geld haben, dass wir um die Runden kümmern. Und das ist jetzt in dem Sinne eine fordernde Zeit. Und deshalb, ja, ist wie es ist. Und wir dann halt, was wir kennen. Darf ich gleich eine Frage an dich stellen? Bitte. Der Michael Matzek fragt, wie ist er denn wahrscheinlich, bitte auf den Namen, wie ist er denn bitte der Müsli-Maser? Oder also, wie bist du auf den Namen gekommen? Das war die Frage wahrscheinlich. Wie bin ich auf den Namen gekommen? Ich bin selber nicht drauf gekommen, ich muss ganz ehrlich sagen, sondern in der 4. auf 5. Klasse Tourismusschule im Sommer habe ich ein Praktikum gemacht. Stop, wo meine bist du in der Tourismusschule gewesen? Hofgastein. Ah, okay, ist eh klar. Relativ ja. Low. Behofen war näher gewesen, aber da haben wir einfach die Schule zugesagt. Okay. Ja, mein Lungauer Kollege, der Peter Doppler, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Breile, der war schon bei mir bei einer Bierverkostung. Der ist ja von der Dingbrauerei, der Vizeobmann von der Murau-Brauerei. Ja, richtig. Wir sind gemeinsam in Glessheim. Entschuldigung. Ah. Und der Michael Mratzek will unbedingt wissen, wer du bist und was machst. Also du sollst dir vielleicht einmal kurz vorstellen. Alles klar. Vielleicht auch an alle anderen, die es interessiert, nicht nur an Michael. Also, mein Name Christian Mauser, komme aus Mauterndorf, habe dort im Jahr 2016 eine Brauerei wieder gegründet. Mein Urgroßvater hat das Ganze nämlich 1916 im Ersten Weltkrieg ja, ruhend gelegt, beziehungsweise danach auch das Unternehmen geschlossen. 100 Jahre später, 2016, habe ich dieses Erbe angetreten und ja, somit die Mühltaler Brauerei wieder gegründet und somit verkaufe ich jetzt mein Bier aktiv und so weiter. Nur zum Namen Müsli-Mauser, weil das sich mich ja interessiert hat. Wie gesagt, eben 4. auf 5. Klasse Tourismusschule, war in der Schweiz im Praktikum. Meine Kollegen in der Schule haben schon gesagt, hey, Spitznamen war immer Mausi, weil Mauser, Mausi, ja. Hey, Mausi, du kannst da jetzt nicht reinmarschieren und sagen, du bist der Mauser. Und ich so, ne, wieso nicht? Die Kinder ja doch Deutsch in der deutschen Schweiz, also das wäre jetzt nicht das Problem. Nein. Mauser auf Schweizerdeutsch ist Müsli. Und zuerst haben wir gedacht, so ein depperter Blödsinn. Und dann bin ich draufgekommen, es heißt nicht Müsli. Und seitdem bin ich der Müsli-Mauser. Ah, okay. Also ist nicht der Schweizer Übersetzung. Ja, genau. Also falls uns Schweizer zuhören, euch habe ich das Ganze zu verdanken. Wunderbar. Ja, ein deutscher Nachbar fragt, wo ist Mauterndorf? Also Mauterndorf ist im Lungau, aber vielleicht magst du es genauer beschreiben. Es ist der sonnenreichste Ort, habe ich mal gehört, glaube ich. In Österreich? Mariapol, unser Nachbarort, genau, ist das sonnenreichste Ort Österreichs. Ja, der Lungau, der Bezirk, die Region, ist ein Hochplateau auf 1000 Meter, also 14 von 15 Orte liegen über 1000 Meter, im Süden von Salzburg, also ungefähr eine Stunde südlich der Stadt Salzburg. Und ja, zwischen Katschberg und Dauerntunnel erstreckt sich der Lungau. Genau. Kurz nur, möchte ich genau, beim Dinkelbäcker. Weil da steht, der Michael hat gerade geschrieben, beim Pinkelbäcker ist der daheim. Ja genau, das ist mein Nachbar. Und der okay. Bietet auch mein Bio. Kurz noch, der Stockinger Thomas schaut dazu. Das ist mein morgiger Star-Stammgast, der oberösterreichische Wirtesprecher. Da geht es auch für Kollegen, ist sicher interessant, dann morgen zuzuhören. Thomas, grüß dich. Freut mich, dass du kurz reingeschaut hast. Freut mich natürlich auch, wenn du länger da bleibst. Michael Matzek beim Pickelbäcker ist er daheim. Okay, das hast du doch beantwortet, gell? Ich bin aus Schering, nicht aus Deutschland. Oh, Verzeihung. Ich will niemand zu nahe treten, ich verwechsel da schon irgendwas. Stockinger Thomas, hallo, ja, servus Thomas. Ja, aber jetzt müssen wir ins Eingemachte gehen. Ich hoffe, dass Sie alle ein Bier vorbereitet haben. Ich würde sagen, wir starten mit dem Mühltaler Edelmerzen. Hast du auch Bier vorbereitet? Da bin ich sofort dabei. Einen Meter zum Kühlschrank habe ich. Ja, dann spring auf und eil zum Kühlschrank, dabei mache ich das Bier auf und dann rede. Soll ich das öffnen oder was? Nein, ich habe selber einen Öffner, danke. Ich wollte nur den schönen Kronkorken herzeigen, mit dem schönen Wappen drauf. Wird wohl ein Familienwappen sein.
Ja, ich hab's jetzt auch da. So, Kamera, wunderbar. Richtig, ist das Familienwappen der Familie Mauser. Oh, das hat aber einen Drang in das Glas. Gut, spannend. Naja, es wartet schon länger so auf die. Ja, die Angst habe ich eben gerade auch, ja. Also wie seht, habe ich ganz schön viel Schaum zusammengebracht. Aber der Schaum ist eh das Bei mir schaut Beste, es wo ich besser aus. servieren. Was sagst du? Richtig. Bei mir schaut es ein bisschen besser aus mit dem Einschenken und Ja, du bist geübter, du kennst dein Bier besser, das ist einmal so. ja. Ich bin jetzt schon eine Woche aus der Übung vom Bier-Einschenken, also ist es verziehen. Ein paar Fragen zum Bier Edelmerzen. Wieso Edelmerzen? Neuer Bierstil Ja, geredet, oder? Edelmerzen. Na, nicht ganz. Ja, das Ich. mir wieder anders. Keine Panik. Ja. Prost, Prost, Prost. Ja, passt. Prost. Warte mal, bevor wir jetzt erklären, einmal an alle, die was mittrinken, Prost, genießt es und danach gibt es die Erklärung, weil sonst vertuschen uns da teilweise die Leute. Okay, na ja, dann trinken wir mal. Recht hast du. Ja, Wer Prost. recht hat, zahlt die nächste Runde. Geht schlecht, du hast die erste schon zahlt. Du, ich habe dir das Kistel zur Verfügung gestellt, also das werden wir heute wohl Herzlichen hinbekommen. Dank nochmal dafür, gell? Auch bei dieser Gelegenheit nochmal. Also, normal müsste da jetzt eingeblendet werden, Dauerwerbesendung, weil wir dauern von dem Bier, das du geschenkt hast, aber das sparen wir jetzt nochmal. Das war eigentlich Werbung, nicht neue so gedacht, Produktnennung, bla aber ja. bla bla. Ja. Rechnen so nicht in Also, die Verschwörung gehen. Du eben, nein, bist am Wort. das war blöd. Genau. Jo. Edelmerzen, wieso Edelmerzen? Sehen wir da nochmal. Ja, wunderbar. Ich habe den Anfang einfach gedacht, eine Brauerei in Österreich muss starten mit einem Merzen. Wir sind eine traditionelle Brauerei unter Anführungszeichen und deshalb wollte ich auch starten mit einem Merzen. Allerdings in Österreich Merzen, wir wissen es, gibt es zuhauf. Deshalb wollten wir natürlich was verändern, haben den kompletten Bitterhopfen aus dem Bier herausgelassen, haben nur mit Aromahopfen eingebraut und somit kriegt es eine leichte, edle, eine feine Note. Und darum sind wir auf den Namen Edelmerzen gekommen. Sehr gut. Und da stehen jetzt mit drei Aroma oder dreifache Aroma-Hopfung steht. Ist das Ja, ein richtig. Geheimnis oder darf man es erfahren, was die Aroma-Hopfen sind? Du, wir dürfen es gerne erfahren. Es ist ein nur österreichischer Hopfen. Wir haben es geschafft, dass wir Kann man unterstützen. nicht Am viel Anfang in Frage. war Perle, noch. Na? Aurora. Perle, Aurora, Ah, wir haben Mittelfrüh. drinnen einen. Ja? Sazer, Mareike, grüß dich. Freut mich, dass du zuschaust. Wir reden übrigens gerade vom Servus, feiner Hopfen. Hopfen. Ja? Ja, Die hat wunderbar Mittelfrüh gepasst, wie dürfte die ich. eingestiegen ist. Ja, genau, zum Thema Hopfen war es schon da. Die hat Hopfen gehört und ist schon eingestiegen. Also Mittelfrüh, Sazer, was haben wir denn noch in Österreich? Ja, Ich wir habe haben drinnen theoretisch auch einen Zerfür. Mühlviertler Tradition. Ah, Tradition, okay, ja, hätte ich auch wissen müssen. Ja, und noch drinnen habe ich einen Mühlviertel Golding. Okay, ist klar, ja. Weil ich hätte gerne einen Styrian Golding gehabt, aber den hat ja die Brauunion exklusiv, Okay. wie wir wissen, und somit ja, einen Mühlviertel Golding. Und was ist dann der dritte, habe ich mal überhört? Nein, aber es ist eine dreifache Gabe. Ah, okay. Es sind nicht drei Zwei Hopfen, Hopfen, aber sondern dreimal eine geht. dreifache Gabe. Einmal beim Kochen, ja genau, zweimal beim Kopf, zweimal beim Kochen und einmal im Meinem Whirlpool. Whirlpool vorlegen, oder? Ja, genau. Okay. Wollen wir über den Bierstil Merzen ein wenig plaudern, oder ist dir das zu anstrengend? Du gern? Na, du. Wie siehst du die Entstehung des Bierstil Märzens? Wieso gibt es in Deutschland einen Märzen und bei uns einen Märzen und wieso sind die Bierstile unterschiedlich definiert? Hast du da schon mal Gedanken gemacht dazu?
Ja, natürlich, weil ich sehr oft gefragt kriege, da von unseren deutschen Gästen, hey, wenn wir daheim am Herzen trinken, das ist überhaupt nicht so wie Eiers, besonders die bayerischen Kollegen eben, die ja da naturtrüb sind, die sind dünkler, die sind meines Erachtens teilweise sogar ein bisschen stärker wie das klassisch österreichische Märzen, ist ja einfach in der goldenen Farbe, feinem Schaum und so weiter manifestiert. Kollegen Weberbräu, grüß euch. Ganz kurz, der Bierstil Märzen ist ja im Prinzip in Österreich relativ klar definiert. Also sprich, gibt bei Öf Tölzer Mühlenfeldbrauerei. Grüß euch. Der Bierstil Märzen ist in Österreich 11 Grad Plato bis 12,5 Grad Plato. Also Stammwürze. Genau. Und auch von der Farbe relativ klar eingegrenzt und kann eher auf der hopfenbitteren Seite sein oder auf der Malzseite sein. Bayerisches Märzen beginnt erst bei 13,5 Grad Plato, also das ist deutlich alkoholhältiger oder und geht so bis 14, 15, ich weiß nicht genau. Und ich bin mir relativ sicher, wenn das jetzt geschichtlich nicht oder historisch nicht belegt ist oder ich das nicht wissenschaftlich angehandelt habe, aber das Märzenbier ist, wie der Name sagt, immer im März eingebraut worden. Und das war ja früher verboten, nicht nur nicht möglich oder nicht, es war verboten, zwischen Georg und Michael Bier zu brauen. Also es ist nur von Michael bis Georg gebraut worden. Wer das nicht weiß, also das ist der 29. September bis 23. April. Das war die Zeit, wo Bier braut worden ist. Und dann ist die Zeit gewesen, wo kein Bier braut worden ist. Und für die Zeit, wo kein Bier braut worden ist, hat man Vorräte angelegt. Und das war das Märzenbier. Und das Märzenbier ist in Fässer gekommen und dass man möglichst viel Menge in möglichst wenig Behältnis speichern oder bevorraten kann, hat man ein stärkeres Bier eingebraut. Das würde heute als High Gravity Brewing verschrien sein. Hat man damals so gemacht. Und ich sage jetzt, je dünner, also je länger das Bier, falsch, je länger das Jahr geworden ist, das Bierjahr, das heißt, je mehr Bier verkauft worden ist, desto dünner ist das Bier geworden. Also, wenn viel Bier verkauft worden ist, ist es dünner geworden. Ist wenig Bier verkauft worden, ist nicht dicker geworden, aber halt dicker verkauft worden, wenn man so sagen kann. Und da kommt jetzt Oktoberfest ins Spiel. Das Oktoberfest ist ja interessanterweise immer Ende September, Anfang Oktober. Ja, warum ist das so? Ja, weil das Braujahr endet. Im Prinzip feiert man den Brausilvester. Man will Platz machen für das frische Bier. Und drum, und das habe ich auch auf meinem unnützen Bierwissen auf meiner Seite in meinem Blog drinnen stehen, für mich war das Oktoberfest ein Märzenbier-Abverkaufsfest. Da ist der Rest vom Märzenbier verkauft worden. Da hat man es dann unverdünntes, starke Bier verkauft. Aber jetzt haben wir noch nicht auf unsere Antwort zu der Frage. Ich glaube, dass in Österreich das Märzenbier traditioneller dünner verkauft worden ist und bei den Bayern traditionell eher, vorsichtig gesagt, dicker. Und so sind halt diese zwei Bierstile entstanden, dass das bayerische Märzen ein bisschen dunkler ist und mit mehr Stammwürze und das österreichische Märzen, vorsichtig gesagt, ein bisschen dünner und mit weniger Stammwürze. Das ist meine Theorie und ich glaube, da sind wir nicht so weit weg. Entschuldige, jetzt habe ich geredet, jetzt bist du wieder dran. Hörst du mich noch? Hören Sie mich? Christian, ich höre dich nicht mehr. Hört nur wer an Christian? Jetzt müssen wir die Hamster einsetzen. Jetzt müssen Sie die Hamster wieder in Bewegung setzen. Na, Christian, ich höre dich leider nicht. Was ist das bitte für uns Einsteiger? Da müssen wir jetzt wissen, was ist das? High Gravity Brewing. Jetzt ist es rausgefallen. High Gravity Brewing ist im Prinzip ein Brau. Man könnte theoretisch hergehen und man braucht ein starkes Bier und von dem einen starken Bier leitet man dann verschiedene Bierstile ab. Hat den Vorteil, dass man nicht viel bevorraten muss, dass man nicht zu viel braucht und so weiter. Ist in der Brauszene natürlich verpönt, weil jedes Bier soll klassisch so eingebraut werden, wie es der Bierstil gehört. Ist ja nicht was, was ich groß breit reden will, aber es
das wäre theoretisch eine Möglichkeit. Das war so, wie wenn ich in der Küche eine Sauce mache und aus der einen Sauce habe ich dann 10 Soßen. Das heißt, ich mache einen Grundschül und auf einmal ist eine Entensauce und eine Rindsauce und eine Schweinsauce und was weiß ich. Oliver, die Österreicher haben es im Laufe der Zeit geschafft, aus wenig Stammwürze mehr Alkohol rauszuholen. Super, danke für die Info. Ich habe mit dem über das mit Jens auch schon oft diskutiert, da habe ich auch mein Wissen dann ein Stück weit her. Also damit wir die Quellenangabe auch richtig haben. Also so weit, so gut. Meine Mutter ist noch da, die braucht mich. Du das mit. Machst du meine Jacken dann umhängen? Entschuldige, bist du schon dran? Ja, ja. Du bist dran. Nein, du, alles gut. Ich wollte nur sagen, das mit den Quellen ist sehr wichtig. Ich schreibe gerade meine Masterarbeit und wenn du da nicht gescheit zitierst, gell, da hat es dich gleich. Nein, aber Jens und ich, wir haben halt dazwischen die Kurse ein wenig Zeit, dass wir über verschiedene Dinge plaudern. Und ursprünglich wollten wir ja mal das Skandalbuch der Bierwelt schreiben, also was sie da irgendwie so tut und was da immer los ist. Und ja, wir haben es dann durchlassen. Eine schlechte Nachricht habe ich, du flimmerst schon wieder. Hör dich noch? Nein, ich höre dich schon wieder nicht mehr. Hast du noch genug Strom? Ist schon wieder weg. Ja, das wird heute ein wenig spannend werden. Ich glaube, im Lungau, da sind sie mit dem Strom oder mit dem Internet oder irgendwas noch nicht so ganz vorn dabei. Da sind wir natürlich da im Silicon Valley der österreichischen Wirtschaft. Nein, Blödsinn. So haben sie dann, ja. So ein bisschen was, ich meine. Wir sind da natürlich mit LTE und mit Glasfaser-WLAN, das ich ja jetzt ungeteilt verwenden kann, weil es ist nicht bei mir im Haus. Normalerweise darf ich es mir mit meinen Hotelgästen teilen, aber heute oder jetzt die Zeit habe ich es ganz allein. Mit ein paar Internet of Things, also mit ein paar so Dinge, die was auch das WLAN benutzen, habe ich es ungeteilt. So, der Müslimhauser kommt in einer. Du, Dankeschön. Tschüss, gute Nacht. Meine Mutter geht gerade noch zur Information. Warten auf Müslimhauser. Du musst alle Lungauer sagen, sie müssen das Internet da dran oder sie dürfen nicht bei dir im WLAN surfen oder was auch immer. Du brauchst jetzt ein ungeteiltes Internet für die Geschichte da. Ja, dann trinken wir halt einmal, bis das der Mauser Christian wieder einer findet. Und sonst mag vielleicht zwischenzeitlich so. Müslimhauser, ich bin wieder einer. Müslimhauser kann nicht teilnehmen. Mag wer andere einer? Olli, magst du einer? Oder Geri, mag von euch mehr einer? Als zwischen. Müslimhauser kann nicht teilnehmen. Danke für das gute Bierquell. Ja, Mike. Der Mike war heute schon da und hat sich an Samichlaus Holzfass greift, geholt. Also in meiner Wahrnehmung ist das schon die Superlative beim Bier. Ich meine, kostet natürlich ein bisschen Geld. Welches war das beste, Mike? Er hat sich zwei geholt. Babydienst, okay. Der Mike hat sich zwei geholt. Einmal das Banyulus Fass Vorbelegung und einmal das Glenmorangie Fass Vorbelegung. Und dann habe ich ihm nur ein paar Flaschen dazugegeben. Ist eher ein Thema, ich überlege, ob ich nicht so eine Spezialbier-Abholmöglichkeit schaffe. Bin mir nicht sicher, wie das bei den Leuten ankommt. Sind gerade am Testen. Na, dann zum Wohl darauf ein Bier, sagst du mir, wie es geschmeckt hat und welches das Beste war. Deine Spezies soll im Internet investieren, nicht immer in die Brauerei. Ja, müssen wir mit ihm reden. Wenn er nur mal einer kommt, werden wir ihm das sagen. Also er muss irgendwo einen Lagertank verkaufen und ins Internet investieren. Aber das habe ich mir vorher schon gesagt, dass er da ein wenig Obacht geben muss, weil das gar nicht so ohne ist wahrscheinlich, was der Datenmenge auf einem zukommt. Und das dürfte nicht so funktionieren, wie es soll. Ja, Märzen. Jetzt habe ich so viel vom Märzen geredet und
Der Müsli-Maus hat noch nichts gesagt. Abholung hat perfekt funktioniert, das freut mich, danke. War relativ unkompliziert. 12 Grad Schnammwürze, klassisch, 5% Alkohol, das ist alles relativ normal. Extreme Schaumbildung hat. Ich hätte gerne noch gefragt, wo er braut, und weil da steht nämlich okay. Wieder da, ja, dann komme ich einer. Ich hole nicht einer. Jetzt habe ich mich selber wieder weggedrückt. Mit meinen kleinen zarten Fingerchen ist es gar nicht so leicht, dass man da genau auf das alles hindruckt, wo man da hin müsste. Ich höre dich wieder. So, geht's wieder. Yay! So, sorry, ich hoffe, du hast jetzt einen Haufen Lungauer-Witze gemacht über Internet, Hamster und Geräte. Ja, das habe ich schon gemacht, aber schau, ich habe mir schon wieder selber ausgemacht. Das kann ich ein bisschen. Ja, schau. Wir sind beide Bierexperten und Technikexperten. Also, was gesagt haben, ist, du sollst ins Internet investieren, nicht alles in die Brauerei. Also, ein bisschen Internet war auch gut, haben sie gesagt. Hey, das ist voll super. Wie gesagt, Online-Shop ist aktiv, Abholung vor Ort auch, weil irgendwie brauchen Unternehmer Geld, dass sie was investieren können. Okay. Das ist aktuell ein springender Punkt. Das Beste für Müsli-Maser. Da ist sicher irgendwo eine Kontonummer drauf. Bitte 20 Euro überweisen. Jeder 20 Euro, dann hole ich schon genug. Ja, okay. Passt. Sind 420 Grad. Servus, Herbert, grüß dich. Alles klar daheim. Auch ein Nachbar von mir. Wo brauchst du, wo fühlst du an? Ist das ein Geheimnis? Oder? Nein, ich bin ja offen. Wie gesagt, wenn man was zu verheimlichen hat, dann glaube ich, passt was in einer Firma nicht. Also ja, deshalb gebe ich gerne Informationen aus. Wir dürfen brauen bei Bräu am Berg in Frommermarkt. Also ich bleibe bei uns um sich, da kommt man mit Zimmer kommen. Du, ich habe mir schon so oft überlegt, aber wenn du es brauchst, dann ist es meistens traurig, und wenn du mit dem Brauen... Einfach vorbeikommen. Passt. Ja, dann komme ich jetzt vorbei. Na, jetzt ist blöd. Jetzt ist gerade eine ungute Zeit. Aber wenn es dann wieder gut ist, ich höre wieder nicht mehr. Kurbeln, Hamster, antreiben. Was hast denn du für die Hamster für ein Futter? Ich kann nichts hören. Hört irgendwer ein Müsli-Maser? Bitte Daumen hoch, wenn er hört, und Daumen nach unten. Wir haben Nachmittag haben wir gehabt. Ah, ist schon wieder weg. Okay, habe ich mich nicht getäuscht. Ja, das wird ein wenig eine Challenge werden heute, wenn das so weitergeht. Jetzt ist er wieder da. Ja, bei uns ist alles in Ordnung, Herbert. Danke für die Nachfrage. Mit Essen ist halt noch ein wenig ein Thema. Well, ja, das ist echt der Wahnsinn. Du fühlst mich so ab, dass ich sofort wieder draußen bin. Ja, es hat den Anschein, aber du draußen schon wieder. Das ist kein gutes Zeichen. Okay. Schalt einmal alles auf volle Leistung. Ich höre schon wieder nicht mehr. Instagram zensiert den Bürgermeister. Das kann. Bürgermeister, weiß ich irgendwas nicht. Bürgermeister ist schon wieder draußen. Ja, wird jetzt ein bisschen mühselig wahrscheinlich werden. Aber halt der Standleitung recht gewinnen. Vollgas. Ja, ich trinke wieder mal sein Bier dabei und werde mir dann einen Bogen aufmachen. Pötzi, servus, grüß dich. Übers Handmachen. Mike, du musst ein Handy übers Handy machen. Ja, er macht es eh über ein Tablet, und bei mir geht es über das Tablet eigentlich fast besser. Erstens hat das mehr Akkuspeicher, ist vom Format größer, also dass ich Platz habe natürlich, und wenn sich dann der Bildschirm teilt, dann sehe ich wenigstens noch ein bisschen was. Und auch der Lautsprecher bzw. das Mikrofon ist beim Tablet bei mir besser, weil mein Telefon ist doch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Und nachdem jetzt wirtschaftlich fordernde Zeiten kommen, will man nicht gerade ans Kaufen gerade. Wo ist denn überhaupt hingebracht? Ist eh schon weg. Und ja, also das Punkt ist nämlich ein Stück, da liegt es.
Was für ein Bock? Ja, das ist der Jagerbock von Müsselmaser aus der Mühltaler Brauerei. Und da hätte ich eigentlich heute einen Brei da, aber der ist irgendwie gerade nicht vorrätig, also der Brei. Der hat sich gerade geschlichen. So, jetzt habe ich mich selber geschlichen. Also wenn es bei mir schwarz wird, braucht es euch nicht wundern. Da habe ich nicht wieder irgendwo gedruckt und dann hat sich der Bildschirm umdreht und hinten ist schwarz. Solange es mein Herz, bin ich da. Wir haben Gott sei Dank habe ich eine Internetverbindung. Ich habe, wie heißt das, Glasfaser, 120, 150, irgendwas, keine Ahnung, keine Ahnung. Egal, aber zumindest genug, damit ich eine stabile Leitung habe. Ein Müsselmaser vermisse ich gerade ein wenig. Schöne Etikette. Ja, über das kommt man alles reden mit ihm und fragen, warum das so ist und warum da 16 Grad Stammwürze steht und dann 7,5 Alkohol, weil das ist im Verhältnis relativ viel. Aber wenn er nicht mit mir reden mag, dann ist das ja nicht schwierig. Schauen wir mal, er wird schon wieder kommen. Jetzt ist er wieder da. Sigrid Scholl ist der Künstler. Na, da war schon wieder einer mehr wie mir. Aber das werden wir jetzt gleich ein bisschen mal auffragen. So. Ah ja, jetzt wieder gehen. Ha? Hast du irgendwie ein schnelles Internet? Wir sind du. Schon beim Bogang. Beim Jager? Da ist die Frage, warum Jager, warum die schönen Etiketten, was ist das für Etiketten? 16 Grad Stammwürze, 7,5 Alkohol, wie geht sich das aus und. Also es gibt viele, viele Fragen und jetzt möchte ich dich bitten, dass du mal den Bart übernimmst. Also, der Jager ist das Mühltaler Bockbier. Wir haben im Jahr 2016, wie wir die Brauerei gegründet haben, entschieden, dass wir auch als vernünftige österreichische Brauerei ein Bockbier brauchen, wo wir allerdings gestern schon geklärt haben, Bockbier Österreich, schwieriges Verhältnis. Wurscht. Kleine Auflage. Ja, es geht, weil ich produziere jetzt ja keine Massenmenge. Ja, das weißt du, wie viel Menge hast du? Was da habe ich jetzt 700 Liter braut. Nein, 10 Hektar sogar. Entschuldigung, 10 Hektar. Einfach mit 16 Grad, ja. Na und wir haben entschieden, wir haben ein Rezept geschrieben, wir haben es eingebraut, wir haben nur keinen passenden Namen dafür gehabt. Ja. Und eines Nächtens, 2, 3 in der Früh im September 16, ich natürlich nüchtern, ich meine, wie soll es denn auch um 2, 3 in der Früh anders sein, hab dann an meine Arbeit für die FH irgendwas geschrieben, keine Ahnung. Im Hintergrund ist dann Musik laufen, meine Playlist, Rotation. Auf einmal ist der Mesner Fritz, ich weiß nicht, ob der das was sagt oder ob der was sagt, ist ein Lungauer Dialektsinger, Songwriter, Kolumnist für die Salzburger Nachrichten, wie auch immer. Möglich, ja. Da ist ein Little von ihm gekommen mit dem Namen Winterhimmel und die erste Textzeile, die ich da in meinem Halbdudel gehört habe, war, wenn der Jager über dem Bettelmantel dauernd steht, dann wird's Winter. Mhm. Und ich denke mir nur, Fritz, was ist das für ein Scheiß? Weil der Jager, der Weidmann, der Jäger, kann am Bettelmantel dauern, es ist im Lungau ein kleiner Boss. Der kann da maximal draufstehen, aber nie drüber. Wie sollte das funktionieren jetzt? Rein vernünftig gedacht. Dann bin ich da ins Googlen gekommen und bin drauf gekommen, dass der Jager im Lungauer Dialekt das Sternbild Orion meint, den Himmelsjäger. Und der kann sehr wohl über diesen Bettelmantel dauern eben drüber stehen. Und weil es genau im Übergang zwischen hier bist. Bitte schon. Das Thema haben wir gestern auch gehabt. Sprache ist ja Heimat und da kommt dann der Dialekt da natürlich ins Spiel. Und das haben wir absolut, wieder. Absolut, ja. Genau, Sprache ist Heimat, Sprache ist Identität. Und durch das haben wir dann gedacht, naja, wenn das im Übergang zwischen Herbst und Winter ist, obwohl in Österreich traditionell auch die Bockbierzeit ist, dann muss das der Jager werden. Somit hast du aber auch nur den Jager als Sternbild Orion, sondern auch den Weidmann, den Jäger.
Der schießt den Bock, das Tier, und dazu trinkt man klassischerweise ein Bockbier. Wer ist das da? Und am Etikett, ja genau, das wollte ich jetzt erklären, das ist das dritte, was ich habe. Dieser wilde Kerl ist der Jager, sage ich mal, für Siegfried Scholl, für einen Künstler vom Etikett. Der hat dann über einen stilisierten Bettelmann-Dauern, wenn du das nochmal ganz kurz herzeigst, der schaut da über einen stilisierten Bettelmann-Dauern in den Nachthimmel, sucht da das Sternbild Orion, und das wiederum ist dargestellt aus Getreideähren, die wir im Jahr 2016 in der ersten Variante von dem Bier verbraut haben. Getreideähren verbraut? Nein, das dann ist Getreide, vermölzt, gebraut, ja. Allerdings die Ähren, siehst du, wenn du das Etikett genau anschaust, dass diese das Sternbild Orion darstellen sollen. Ah, okay. Ja, was David ist mit so künstlich. Im übertragenen Sinn jetzt nicht, dass das. Weißt du, was ich jetzt Getreide tue? Ich mache jetzt einmal auf, vielleicht geht dann für mich der Orion auf. Das probieren wir jetzt einmal. Ich mache mir den jetzt einmal auf. Ja. Und hat der auch so ja, viel. Aber hey, wenn du schon so weit bist, dann muss ich ja auch fast. Ja, du musst ein wenig abzahlen. Das ist nicht wie in der Arbeit da, das ist Stammtisch, weißt du, wie ich meine. Ja. Jetzt nur die Frage. Ja, aber du weißt schon, dass man Bock eigentlich aus einem anderen Glasl trinkt. Ja, ich hätte eh alles vorbereitet, aber ich muss aber ein Glasl sparen, nehmen, der mir so wurscht. Achso, ja, warte, ich hole mir auch schon einen. Ja, du bist nicht vorbereitet. Ja, da malst du. Und schon wieder da, schau, wie schnell es geht bei mir. Ja, Wahnsinn, du bist ja doch vorbereitet. Der Malzduft hast du schon weit gemacht. Sogar mit Krug. Noch am großen Jager erkennt man iOS. Noch am großen Jager erkennt man iOS. iOS, ein Betriebssystem, oder was? Ja, genau. OS. Ah, OS. wir müssen nur über die 60 Grad Plato und die 7,5 Alkohol reden. Prost. Auf Prost, liebe Community, lieber Karl, auf euch. Auf die bei der Gelegenheit, wenn du dir Zeit nimmst. Und dass das halbwegs funktioniert da mit der Technik, da bin ich auch froh, dass das noch einmal geklärt worden ist. Das hat schon mal blöd ausgeschaut. Das Auto korrigiert, was ja, so wie wir die letzten Tage probiert haben. Ja, der Gerald ist unserer Zeit voraus, das habe ich schon einmal gewusst. Irgendwie. Der Bierkipper, nicht der Buckkipper, sondern der Bierkipper. Frage nur mal, 16 Grad Plato, 7,5 Alkohol. Da ist irgendwie, da hättest du kaum ein Restextrakt. Es ist so, dass er, sage ich mal, ein bisschen mehr erstens an Stammwürze hat. Also es ist 16,12, so, ja. Je nachdem, wie es halt beim Brauen ausgegangen ist. Beziehungsweise, dann auch in der Vergärung, wir haben eigentlich relativ wenig Restextrakt und wir sind davor ausgegangen, lieber schreiben wir 0,5 mehr auf, als wie zu wenig, dass wir da niemanden gefährden, sonstiges. Das ist auch ein Problem. Weil bei den 16 Grad darfst du... Nein, nach unten, fallen wir nicht. Ist schon klar. Genau, nein, nach unten fallen wir definitiv also, nicht. Man merkt schon, dass er Gas gibt. Und schöne Hopfenbetontheit auch, also noch diese Süße und der Hopfen ist gerade noch, ich bin kein so ein Hopfenkopf, also für mich ist nicht unbedingt immer das Beste. Wenn es ganz hopfig ist, also ist gerade noch Prost, habe ein Drittel von Zölibat, Prost. Ja, Prost, lieber Olli. Wie passt du dann? Ja, das Problem habe ich auch heute schon gehabt. Ich habe in einer WhatsApp-Gruppe 4 Anläufe gebracht, dass ich was schreiben habe können. Müslimauser, was sagt er? Gescheiter ist, der Gerald bringt im iOS oder im iPhone den Dialekt bei, weil das hält sie länger. Der Dialekt hält sie länger, wie es iOS, ja. Ja, definitiv. Mir zu werden. So, wieso sagt der Oliver, der Bürgermeister zu dir?
Nein, ich glaube, das hat sich damals entwickelt, wie wir bei dir im Kurs waren, unter Anführungszeichen. Da Ja, habe bei ich auch an mir, alle als mir kommt vortragenden du Genie. raus. Ja, bei dir, beim Olli, wie gesagt, da habe ich alle als Vortragende genießen dürfen. Das ist jetzt dann im Mai schon wieder 3 Jahre her, was echt brutal ist. Ja, das ist Wahnsinn. Und irgendwie bin ich da noch als Bürgermeistertitel geworden. Okay. Ja, in Ordnung. Ja. Ja, es passt schon so. Der Ja. weiß, was einmal passiert. Nein. Mühltaler Brauerei braut Ja. bei uns im Hausruckviertel bei den Franken Märkten. Ja. Alles, also die zwei Biere, oder hast du noch was anderes auch im Repertoire? Nein, nein. Ich habe ja eigentlich zwei Hauptsorten. Das ist das Edelmerzen und das Jubiläumsmerzen. Okay, was ist das Jubiläumherzen? Was ist das dann? Das ist kräftig, vollmundiger, da gehen wir schon ein bisschen ins Bernsteinfarbene hinein. Und das war eigentlich zu 800 Jahre Markt Mautern-Dorf, das wir 2017 gefeiert haben. Und ich Wenn wollte das es nur im Jahr Bernstein ist, was ist das 2017. dann? Ist das schon Kastanienbraun? Das ist für mich definitiv ja, Kastanie. Okay. Also das ist Siehst du dunkler nicht, und was also hast du da in der Mitte wo? genau, das ist genau zwischen Edelmerzen und Jager drinnen. Okay. Genau, und das wurde eigentlich nur im 2017er Jahr braun zu 800 Jahre Markt Mautern-Dorf. Und ja, die Leute hat so gut geschmeckt, dass ich nicht anders Kinder habe als weiter brauen und weiter verkaufen. Und das ist eigentlich eine schöne Sache, dass eigentlich das von den Leuten rausgekommen ist, weil ich wollte schon langsam runterfahren, habe die Produktion gedrosselt und dann ist es gekommen: Christian, du Trottel, kannst uns nicht unser Bier wegnehmen und hin und her. Das erinnert mich an das Oh, da Zusatzbürgerbräu, Walter das Tom, servus Tom. der Gary trinkt gerade das Jubiläumsmärzen. Das erinnert mich ein bisschen an das Bürgerbräu, das ist seit 2000 in der Röderbrauerei macherlos. Das war eigentlich auch nur gedacht für die 40-Jahr-Feier vom Wirtshaus. Da habe ich dann übernommen, also 20 Jahre bin ich schon Wirt da am Rödberg. Und da haben wir auch zuerst gemeint, eine Kleinigkeit zum Essen. Ja, warte, ich hole schnell eine Speiskarten. Viel wird es eh nicht sein, weil ich nicht viel da habe und ich fax das dann oder ich schicke da ein Foto. Warte, wir haben jetzt das letzte Jahr alles Steak gehabt. Heute müssen wir uns entfernen, dann nicht. Du noch da? Ja, ich bin Hörst du mich da. da? Hörst mich? Siehst mich? Ja. Ja, aus der Brille. Schau her, ich kann da Fotos zeigen von den Steaks, die wir gehabt haben. Das ist jetzt für einen jetzigen Mike, weil der wollte was zum Essen. Im Übrigen ist das alles vom Angushof Zweibüller, also bei uns ein regionaler Rinderzüchter. Speiskarten kann ich ihm holen, aber zum Essen gibt es leider nichts. Also heute bleibt die Küche kalt sozusagen. Das war dieser Ausritt jetzt durch. Entschuldigung. Ich weiß schon, der Samichlaus macht hungrig. Ich höre dich schon wieder nicht. Hamster Hautreim ist schon weg. Ja, Müslimausler ist da. Hereinspaziert. Lief der da. Bobby Willi, Servus. Ja, hab's auch geholt. Ist schon wieder Du, da. Karl, Ja. diesmal traue ich mir zu behaupten, das warst du, weil sobald du umgeschaltet hast auf dieses grandiose Steak, war ich weg. Was, da hat sich niemand mehr für mich interessiert. Ja. Na gut, dass ihn nicht interessiert. Das ist was auch ein Blödsinn. Nein, das ist mir zu viel. Hast Würstel? Würstel habe ich auch, aber da habe ich kein Foto davon. Hast du ein Würstelfoto? Ah ja. Du, Quell? Ja. Ich konnte maximal hinter mir am Bildschirm Würstel öffnen, also das ging halt noch. Nein, das lassen wir. Kriegt aber gerade nur mehr Hunger, da wird er nur lästiger. Aber da ist er natürlich mit dem Samichlaus, dass er da einen Hunger kriegt, das ist Nein. nicht. Ja,
Holzfass greift, das habe ich auch, so Literflaschen. Da muss man schon gute Dinge sehen. Im Übrigen habe ich ja 6 Liter Samichlausflaschen von 2012 gepumpt. Ja, die. Die gibt es zu meinem 50er, da müssen wir sie noch ein paar Jahre Zeit lassen, aber da trinken wir dann 6 Liter Samichlaus. Der ist dann über 4 Jahre alt. Gehe davon aus, dass das ein Genusserlebnis ist. Hoffe ich halt zumindest. Aber wenn es 10 wird, ich habe ja ein paar 2 Liter und ein paar 3 Liter auch noch, also aus dem selben Jahrgang. Was tut es im Lungau und sonst? Der Zöhring. Ist er eingesperrt? Du, weil der Herr Reuter gerade noch was geschrieben hat. Bleib gesund. Und zuerst hat er gesagt, Stiegl Pop-Up. Also das, kurz thematisieren, der Herr Reuter, der was das da gerade geschrieben hat und ich, das war eine Wahnsinnspartie. Im Jahr 2015 hat Stiegl ja seine Modelinie präsentiert und damals habe ich für die Brauerei tätig sein dürfen. Und ist lustig geworden mit dem Herrn Thomas Reuter. Ah ja, jetzt bist du wieder da. Mit dem Herrn Thomas Reuter auf der Maria-Hilfer-Straße Bier schenken, Mode verkaufen und einfach eine ziemlich geile Zeit zu erleben. Ich sag das, das sind auch so Biererlebnisse, die vergisst dein Leben lang nicht. Quarantäne ist hoffentlich vorbei bei meinem 50er, ja, von dem gehe ich schon aus. Weil wenn wir noch so lange Quarantäne haben, dann ist es eh vorbei mit 90% der Betriebe. Also das werden nicht viel ausholen. Bis dahin hat es uns eh alle zusammengekraft. Da sind wir wieder zum Jäger und Sammler geworden. Und Thomas Reuter, gefällt es? Ja, nein, wie gesagt, echt nochmal danke zum Geburtstag. Danke Thomas für die geile Erfahrung, dass wir da echt eine coole Zeit gehabt haben auf der Mauer. Der Vater hat im November Geburtstag. Irgendwas ist da jetzt, glaube ich, falsch. Jager, was ist mit dem Jager? Ein Jager soll man drin, ja. Ich brauche jetzt noch ein Wasser, weil der Jager, der macht ganz schön durch. Jager und Sammler. Wir sind Jager und Sammler. Das finde ich ja gut. Ah, das war schon wieder fast. Du kannst gar nicht krank werden. Jager und Sammler war schon fast wieder eine Spezialedition. Ja. Umgauer Urgene. Das ist. Aber Jäger und Sammler haben wir gestern auch thematisiert. Von Jäger und Sammler zu Ackerbau und Viehzucht, was das ausgelöst hat. Willst du nicht um mich hoch, um die Herde nicht? Du musst mehr reden, weil da habe ich das Gefühl, du bist weg. Ich bin da. Ich lebe. Die, was für ein Bier gibt's? Die Ninja Priesterjahn, das ja. Ist eine Stammkundin. Leider ist jetzt in letzter Zeit echt selten zu uns gekommen. Vor unserem Haus. Okay. Der Honigwirt fragt, was für Bier das gibt. Der Christian Maser ist von der Mühltaler Brauerei. Da haben wir zuerst Edelmerzen gehabt und jetzt haben wir einen Jager. Erklär nochmal ganz kurz einen Jager. Du kannst wegen der Idee das Honorar überweisen. Maser, wir haben ein neues Bier schon gesehen. Oje. Stiegl Radler Himbeer wieder auf den Markt gebracht und Stiegl Hell. Beides ab sofort im Online-Shop verfügbar. Kannst du uns ja mal eine Kiste zuschicken in Karl und mir und wir werden das natürlich fachmännisch. Stiegl Hell habe ich heute auch schon gehört, dass auf dem Markt gekommen ist. 4,5 Umdrehungen. Ist auch ein Thema, über das wir gerne reden können. Ich bin ja sowieso der Meinung, dass in Zukunft sich der Alkoholgehalt ein wenig nach unten reduzieren wird. Dass man insgesamt das normale Bier, wenn ich das so sagen darf, das Standardbier wird eher in Richtung 4% runtergehen. Von dem kann man fast ein bisschen ausgehen, dass das kommen wird. Und überhaupt der Trend zu leicht Bieren und alkoholfreiem Bier wird sich stark
ganz stark erhöhen. Also das wird das Bier der Zukunft werden. Ob uns das jetzt schmeckt oder nicht, steht eher auf einem anderen Papier. Aber wir werden das Bier als Genussprodukt positionieren dürfen, müssen, sollen. Und ja, dann kann man wieder Maika mal 14% Bier aufs Dach trinken, einen Liter. Aber so das Bier für die Menge wird eher 4% haben oder ein bisschen mehr als wie 5. Ist meine These. Und das ist ja gar nicht mehr so weit weg. Also in England und so ist das schon eher Standard. Nur bei uns ist es noch nicht so. Und wenn jetzt die Großen anfangen, auf den Zug aufspringen, dann ist das für mich sowieso ein eindeutiges Indiz, dass es in die Richtung gehen wird. Also, dir schmeckt es eh nicht. Du bist Wirkungstrinker. Ja, und schon bist weg. Wie befürchtet. Ja, hoffentlich bist du gleich wieder mal da. Ist er schon wieder da? Er muss sich mehr einbringen in das Thema, dass er ein bisschen auch dabei ist, weil sonst ist er dauernd dahin. Sein Internet ist ein echtes Internet und kein Internet. Zurück. So, ich glaube, ich bin wieder da. Ja! Ja, aber ich kann mir erklären, warum das alles nicht so funktioniert ist. Ich war im Oktober... Oktober 2018 im Silicon Valley. Ich war bei Google, ich war bei BNB, Lodge und so weiter, wie sie denn auch alle heißen da hinten. Und ich habe mich dann nicht so gut über die ganze Branche im Silicon Valley geäußert. Blockiert es mich deswegen. Also das ist sicher der Grund. Oder weil das Internet nicht gut geht. Jetzt, mein Gott, das sind alles Ausreden, Karl. Ich habe da perfekt einen 3 Webcube, 4 Giga mit 4 G-Netz, voll, also... Du musst da mal einen Speed-Test machen, dann sehen wir das, was da wirklich los ist. Aber egal jetzt. Du, danke, von Drogen heute nichts. Der Müsli fällt immer um, der verträgt nichts. Wo Drogen? Drogen sehe ich noch nicht. Ich gehe jetzt einmal gleich ein Bier holen. Kannst du das? Nein, weil du gesagt hast, Speed. Was habe ich gesagt? Ja, natürlich übernehme ich das. Ich hoffe, ich fahre nicht raus, aber ich bin da. Genau. Dreadcube, ja, der fällt immer raus. Also, liebe Community vom Karl und von mir, ich meine, wir haben eine Fanbase von 20 bzw. jetzt 19 Teilnehmern. Das ist ja, echt cool, dass ihr da seid, dass ihr uns zwei Wirten beim virtuellen Stammtisch zuhört. Spannend. Ja, Thomas, Strom für die Beleuchtung. Wenn ich jetzt eine Lampe abtrage, glaube ich nicht, dass deswegen besser geht. Also ich traue mir auch viel zu. Das kann werden. Was haben wir denn zuerst nachgeschrieben? Ah ja, weil du geschrieben hast, dass ich Wirkungstrinker. Ja, auch alkoholfreie Sachen, ja, auch alkoholfreies Bier, beziehungsweise Alkohol. Aber haben wir uns doch ehrlich, so als Gemeinschaft, mit Alkohol macht es einfach doch ein bisschen mehr Spaß, oder? Karl, was sagst du dazu? Edelmerzen. Ich habe mir das ist wirklich alkoholfrei gemacht, geholt, ein Brauwasser. Weil der Bock halt aufgrund der Süße und dem Hopfen auch durstig macht. Und ich werde dann wieder aufs Edelwerzen umsteigen. Neutralisieren, verstehe schon. So, der, was ist mit der? Die schalten bei euch alles weg, weil die den Strom für die Beleuchtung brauchen. Der, die Internetverbindung ist heute wirklich schlecht. Gemeinde Wiesen, 10 Flaschen, was heißt uns das? Also akustisch bist du schon wieder weit weg. Ja, schon wieder nichts, wenn man sich auf so sinnvolle Dinge zu reden, das passt nicht zum Stammtisch. Ja, das mit dem Reden ist sowieso ein wenig schwierig, wenn aber nicht der eine redet. Pop-up. Ich warte auf den Müsli-Mauser. Ich höre schon. Und wieder da.
Ja. Korrigiert dir. Ich höre auch nichts. Sprechen Sie. Ja, das Internet, ich weiß nicht. Es könnte daran liegen, dass jetzt alle gerade aus dem Homeoffice heimgehen und nur mehr Filme schauen. Also sie umdrehen ins Bett rein und ja, keine Ahnung. Es ist ja immerhin ein weiter Weg. Gell? Das sind maximal 5 Meter. Da, das kann ja schnell mal passieren, dass jetzt jeder Film schaut, so gutes Internet haben. Ich meine, du musst alle sagen, alles dran, Licht aus, Internet aus, jetzt haben wir dran. Kann es sein, dass X-Hamster nun auch die Tiroler freigeschaltet hat, Streaming? Ja. Die Tiroler werden auch viel streamen, das wird schon sein. X-Hamster, ja, ja, du bist mir so einer Gerald. Ein vernünftiger Tiroler hat nur eine Frau da oben. Eine Frau, okay. Ich glaube, da ist irgendeine Botschaft. Ja, der Gerald ist wie gestern. Nein, das ist ein Wahnsinn. Ja, ist gut, wenn wir einen dabei haben, der ein wenig für Action auch sorgt, dass wir einen Gesprächsstoff haben. Du bist der mit die Hamster. Na, du bist. Die Tiroler sind eher die mit CK, Banane CK. Ja, genau. Ah, das haben wir bei der Rettung auch noch gehabt, wie wir einen gescheiten Funk gehabt haben. Ja. Jetzt mit. Es ist schon wieder der Strom weg. Man hört nichts. Ich kann dich nicht hören. Du kannst ruhig was singen, wir hören dich nicht. Nee, nee. Und schon war er weg. Ja, dann trinke ich den Bürgermeister dabei. Müllmauser will wieder dazu. Lass mal wieder einer. Macht es gut und bleibt gesund. Ja, tut mir leid, dass das heute so mühselig ist, aber. Jetzt wissen wir, wo das Problem ist. Wo ist denn? Ich darf wo nicht singen anfangen. Achso, du hast einen. Ja. Ja. Einen Filter drin, dass wenn ich singe, automatisch stumm geschaltet wird. Du pickst mit den Hamster, klingt nicht nur deppert, sondern arg. Was auch immer das heißt, kannst du was anderes nehmen wie den 3-Cube oder wird es da nur blöder musst? Ich hab das am Nachmittag ausprobiert, dann wird es nur blöder. Ich hab zwar unser Stand. Ja, aber schau, dann bringst du nicht ins Tablet rein, wie soll das? Wegen CK. Abgekrast. Nein, das Paradoxon unserer Zeit. Ist, halt, ich hätte unsere Standleitung direkt auf ein WLAN geschalten. Okay. Es ist. Es tut mir echt leid für alle, die zuschauen, die uns hören wollen und so weiter, dass das Internet da aktuell nicht so funktioniert, wie ich das gern hätte, wie das der Karl gern hätte und wahrscheinlich ich auch. Ja, wir machen das Beste draus. Aber du traust dich schon wieder. Ja, nein. Ist schon wieder vorbei. Also ich glaube, mit dem 3-Cube gewinnen wir keinen Preis. Der jetzt bringen wir wirklich aus am Bug und jetzt machen wir das Märzen auf. Also Mühltaler Edelmärzen. Macht nichts drauf, ein paar Bier. Ja, servus Martin. Martin, magst du noch einer kommen? Hast du eine Unterhose noch? Und dann sollte der Müsli-Mausler mal seine Hamster antreiben und an das Internet besorgen und dann hast du eine andere Variante. Ja, ich werde da sofort schauen. Blackbox 2 von Bebock, ja, 3-Cube spinnt bei, hey. Bei mir auch. Mühltaler Edelmerzen habe ich wieder geöffnet.
Flasche Nummer 2 von 6, die wir vorrätig haben. Der Wolfi, Herr Martin, Pilsen Urquell haben wir auch gestern schon besprochen. Ich habe auch das Merzen. Na ja, dann zum Wohl, Martin, Prost. Du, Karl, andere Frage. Ja? Wenn ich da jetzt auflege, dass man mich einfach nicht mehr mit meiner Lätschen sieht, vielleicht hängt es an der Lätschen, sondern telefoniere über Lautsprecher, dann müssen wir das durch dein Gerät aufnehmen. Am Telefon geht sicher besser, weil Telefon eine Technologie ist. Servus, Kurt. Eben, dass man mich einfach nicht mehr sieht, sondern dass man nur mehr so ratschen. Das können wir auch tun. Der Mauser ist stumm und der Kurt. Das probieren wir jetzt. Das End ist near. Ja, Olli, der End ist near. And now, the time is gone. Ich singe nicht mehr. Ich bin aktuell nicht im WLAN, schau über normale Verbindung zu. Rufst du mir an, ruf ich dir an? Warte, ruf dich an, ich probiere das jetzt. Ich habe nämlich mein Telefon halb auf Flugmodus geschaltet, wenn ich das mache. Jetzt ist der Mauser schon da, jetzt probieren wir mal das. Herz ist am Mauser. Da haben wir natürlich eine Rückkopplung, ist eh klar. Magst du was sagen? Ja, 1, 2, 3, K, 1, 2, 3. Die Rückkopplung darf man nicht haben, weil ich habe extra einen Ton abgehört. Ah, okay. Hörst mich du? Ja, ich höre dich gut. Wie hört mich der Rest? Das müssen wir dann die Community fragen. Der Martin Seidel winkt, was auch immer das weißt. Ja. Hört es an Mauser jetzt über meinen Handylautsprecher? Dann tun wir so. Ja, also, wir haben eine Telefonkonferenz, weil wir technisch ein bisschen überfordert sind. Aber wir schaffen das. Also, in Zukunft habe ich dann 5 Telefone da liegen, weil dann machen wir eine größere Geschichte aus dem Stammtisch. Und ja, dann blende ich die Fotos ein, machen wir ein Gruppenfoto und so wird das gehen. So, ja, es freut mich, wunderbar. Gute Nacht, Kinder, bis zum nächsten Mal. Ja, Oliver, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dass es bei dir besser wird. Was sagst du? Oli, gute Nacht. Gitterbettsperre, oder wie, oder Frau? Nein, weißt du, oder Kind, auch noch mal relativ erklungen ist, da wird es wahrscheinlich auch zum Niederling sein. Es ist Punkt 8. Da wird es wahrscheinlich zum Niederling sein. Dass der mal so genau ist, das ist ein Wahnsinn. Herzlich haben wir Mickey Maus. Der Müsli-Maus. So wird aus der Müsli-Maus die Mickey-Maus. So ist es gewesen damals. So, jetzt nur mal die Frage. Ja. Ausgangssperre, Lungau. Was tut man im Lungau, wenn Ausgangssperre ist? Wie schaut der Tag aus? Aktuell bin ich an meiner Maßarbeit dran, erstens den Teil zu korrigieren. Zweitens den Rest weiterzuschreiben, solange ich noch kann, weil das Problem ist, dass ich Interviews führen sollte mit Politikern und so weiter. Was ist das Thema? Jo, das funktioniert halt nicht so gut. Weil die haben aktuell anders zu tun. Was ist Thema der Masterarbeit? Was ist Thema der Masterarbeit? Das ist Kommen. Also die Masterarbeit selber heißt Komgau, also Wortschöpfung aus Commons und Lungau. Mhm. Und das Commons sind Gemeingüter. Das sind Güter, die zwar einen rechtmäßigen Besitzer haben, aber dieser Gemeinschaft kehren, so blöd wie das jetzt klingt. Nennen wir es einfach eine Genossenschaft ist zum Beispiel eine Art von Kommen, eine Art von Gemeingut, weil die sich selber reglementieren. Nehmen wir jetzt eine Weidegenossenschaft her, dann wird ausgemacht, wie viel, dass die einen Viecher auftreiben dürfen, wie viel, dass die das Land nutzen dürfen, kann er übernutzt es.
Und ja, somit reglementiert sie selber und holt eigentlich mehr aus, was gesagt wird in der Theorie, beziehungsweise das eben diese Theorie, die Autoren besagen, dass das unser kommendes Wirtschaftssystem sein wird. Commonwealth. Hat sich in eine andere Richtung entwickelt. Genau, es ist schon ein uraltes Prinzip, schon bei den Römern hat dieses Recht der Gemeinschaft oder Gemeinschaftsland gegeben und das ist uns leider auch gegeben. Genau. Martin, noch mal kurz ein paar Sachen erklären. Müsli ist praktisch schweizerisch für den Maser. Und sie haben zu ihm gesagt, er darf sich nicht als Maser vorstellen, sondern er muss sich als Müsli vorstellen. Darum ist er der Müsli-Maser. Und das ist echt Wasser, ja. Es liegt daran, weil ich einen Bock schon drungen habe, der hat die Süße wird durch viel Hopfen überdeckt und das macht einfach einen Durst. Und wenn ich jetzt da an der Bierchen durchstreng, dann wird es heute früher finster, wie es sonst wahrscheinlich alle miteinander leben. Deshalb habe ich mir einen Schluck Wasser geholt. Und das zu kompensieren. Habe aber auch das Edelmerzen vom Mühltaler Bräu da. Und ja, so wie Seil die Verkleinerung vom Bier ist. Ne? Seil ist nicht die Verkleinerung vom Bier, sondern die Seil ist die Verkleinerung vom Mass. Oder vom Fassl. Ah, richtig. Und auch ein Thema, über das Seidler zum Beispiel ist im Bamberger Halbe und bei uns gerade ein Drittel, also ein Seil. Also 0,3, also ist auch interessant, dass da die Wortgebung ein bisschen auseinanderläuft. Was ich auch ziemlich lustig finde, ist, dass im oberösterreichischen Dialekt, da waren wir wieder bei dem Thema Dialekt, das, wo man sagt, man teilt oder zuteilt, dass ja. Man einfach am nächsten Tag ist, wo man dann noch Bier schickt, oder? Ja, richtig, aber das kommt von sauer. Also das kommt von Selbst, okay. Das ist von Sauer. Das hat jetzt nichts mit der Menge zu tun. Also man seilt nicht, weil man 20 Seil drungen hat, sondern man seilt, weil man eher sauer riecht. Verstehe. Weil man den Körper übersäuert hat. Ja, der oberösterreichische Dialekt ist ja auch ein spannender Dialekt. Uns haben sie alle gleich erkannt, rein schon an dem Netter. Also Netter gibt es scheinbar nur in Oberösterreich und vielleicht gibt es ja nur im Imfjell, also Netter im Imfjell. Karl, eine Frage, alle beide Flaschen öffnen oder eine nach der anderen? Also nur mal zur Information, der Mike hat, der Jetzinger unterstrich MI, hat sie heute zwei Flaschen Samichlaus, ein Liter Holzfass gereift, einmal Banyulus-Fass-Vorbelegung, einmal Glenmorangie-Vorbelegung geholt. Und er fragt mich jetzt, ob er beide Flaschen aufmachen sollte oder eine nach der anderen. Ich empfehle eine nach der anderen, weil wenn der eine nicht stark wird, hast du die zweite auch schon aufgemacht. Und wenn du mal im unteren Drittel der ersten bist und du verspürst noch Durst oder noch ich würde jetzt nicht sagen fast Lust auf ein weiteres, dann machst du die nächste auf. Dann hast du genügend Zeit, dass du ein bisschen atmet, einen Schluck auszuladen, vielleicht in zwei Glaseln. Und was ich auch vergessen habe zum Sagen, ruhig ein schönes großes Weinglas oder einen Kognakschwenker für das Bier verwenden. Das tut dem sehr gut, wenn es ein bisschen viel Luft und Atmen kann. In Oberösterreich trinken wir ein Seil oder ein Bier. Ja, also wir sind nicht wie die Wiener, die ein Krügel trinken. Also bei uns gibt es ein Halbe oder ein Seil. In Linz gibt es scheinbar ein Seil oder ein Bier. Ein Bier ist dann immer ein Halbe. Auch in Oberösterreich, also das Netter ist praktisch oberösterreichweit. Im Viertel trinken wir halbe, wie ich gerade gesagt habe, Bad Hohe. Seil ist ein unzulässiges Format. Ja, es ist allerdings richtig. Aber wie ich schon gesagt habe, der Seidler ist in der Bamberger Gegend oder in Franken einfach eine halbe und bei uns ist es halt ein Seil, also 0,33 ist 100% klar definiert bei uns. Wobei ein Schnitt bei uns auch eher ein Seil ist, also bei uns ist ein Schnitt ein halber Schnitt. Und bei den Bayern ist ein Schnee der halbe Maß. Und es muss auch darauf geachtet werden, du kriegst nicht einmal einen Schnitt in Bayern. Also du kannst dich nicht einsitzen und den fünften Schnitt trinken. Sobald du einen Schnitt angeschafft hast, gibt es dann nichts mehr. Also da ist dann zum Heimgehen. Da darfst du dann Platz machen für den nächsten. Also du kannst entweder Maß trinken oder einen Schnitt, aber einen Schnitt. Nicht fünf Schnitt hintereinander, einen Schnitt und dann ist es dann Heimgehen.
Ob es einen Schnitt beim Oktoberfest gibt, weiß ich nicht. Was es auf alle Fälle gibt. Nicht, bitte, ja. Ist da nicht jetzt Bier Schnitzel, wenn sie das serviert ist? Das ist wieder ein anderes Thema. Das war aber ein guter Schnitt, weil immerhin ist es ein Dreiviertel Liter. Aber Schambos gibt es, glaube ich, alle, da ist eh der Wolf hier ein Spezialist ein wenig auf das Thema. Ich trinke auch gerne einen Schambos, weil irgendwann kannst du nämlich die Moss nicht mehr darüber dann. Und dann ist ein Schambos eine gute Gelegenheit, dass nicht wirklich, da wird nicht mehr Dreiviertel Liter anstrengend nach dem 6., 7., 8. Ja, Martin, ich weiß schon, aber das Oktoberfestbier ist ja auch nicht unbedingt ein Dünnbier, habe ich mir sagen lassen. Nein, ich habe mal getrunken, da war ich mit der Susi, meiner Oberkörnerin, rast am Oktoberfest. Da war er von 11 Uhr Vormittag, wir sind um 10 Uhr draus gewesen, sind rausgegangen. Wir sind eigentlich Schuss ins Löwenbräu zurück, glaube ich, weil da war das Einzige, wo wir einen Platz gekriegt haben. Und dann sind wir gesessen bis um 6 Uhr, über 7 Uhr, weil um 7 Uhr ist der Zug wieder weit durchgegangen. Und so, nein, Maß und zwei Schnaps hat es, glaube ich, auch noch sein müssen dazwischen, wenn wir irgendwen getroffen haben. Das war schon, ja, das hat auch mehr. Ich weiß nicht, Arme, also, jetzt, was du so erzählst, also der von dir ist los, gell? Ja, da wird es aber für mich auch schon eng. In einer Stunde Maß und dann nur zwei, drei Schnaps dazu. Schnaps haben sie im Übrigen im Kaffeehaferl serviert, weil den haben sie offiziell nicht gehabt. Im Kaffeehaferl? Ja, weil die dürfen dann keinen Schnaps servieren, glaube ich. Weil sie offiziell, glaube ich, in die Zelte keinen Ausschenker dürfen. Ja, und dann habe ich nur eine halbe, da war so ein. So eine Bar, die wie ein Ringespiel war. Das wird es auch sicher kennen, die haben nicht ein Weißbier. Und da bin ich dann nur. Bei dir hat die ganze Bar schon grad. Da muss ich dich enttäuschen, weil der steht nämlich auf dem Jahrmarktgelände, dort darf nicht der Ringerspieler sein. Und der hat ein Ringespiel gemacht und da gibt es aber was zum Ringen. Und dann bin ich da eine Runde mit dem Ringespiel gefahren und habe nur ein halbes Weißbier getrunken. Und dann war es aber gut. Dann hat es mir gereicht. Damals im Augustinerkeller waren wir aber bei mir also, nein, was? Ja, da waren wir vorher in München im Weißen Brauhaus. Da haben wir schon ein paar halbe getrunken. Zuerst noch das Leichtbier, das normale. Und dann haben wir doch schon Weißbierkarussell. Gell, das gibt's. Erklär es einer, die glauben mir das aber nicht. Und dann haben wir gleich nur einen Tab 5 getrunken und dann haben wir Doro getroffen und noch. Wer war dann nur dabei? Diana, meine ich, irgendwer von der Ausbildung, und die haben gesagt, sie sind mit einem Biersommelier-Kurs, da müssen wir in die Augustinerhallen umgekommen. Da haben wir dann um mich und da sind wir dann wirklich versumpft. Das war bei einer Brauchans Live. Da sind wir dann noch ins Steakhouse zum Grossauer, ins El Gaucho. Und die holen uns dann zwei so Kilo-Steaks her, und Martin und mir, und wir sagen, was ist leicht? Und der sagt, ja, welches? Sag ich, wieso welches? Und dann haben wir da die zwei Kilo Steaks verspeist. Oder versucht zu verspeisen. Ja, gratuliere. Aber wenigstens hast du noch keinen Hunger mehr gehabt. Da war eigentlich ein Beef Tartare hat es vorher noch gegeben, weil ein wenig Rostfleisch muss auch sein. Und da war dann ein Zech, wo es normal 14 Tage auskommst ungefähr. Also, nicht, dass ich das jetzt falsch verstehe. Du hast jetzt ein rohes Fleisch, nicht ein rohes Fleisch, weil rohes ist bei uns der Pferde. Nein, ein rohes Fleisch, roh. Ah, okay. Alles unter 2 Kilo ist Carpaccio. Ja, das hat alles durchaus eine Berechtigung, was du sagst, Gerät. Übrigens, es wird es leider dann nicht mehr geben, weil jetzt ist es nämlich so, aber das waren die Fleischstücke gewesen, die wir jetzt extra für alle Steak gehabt haben. Und ich kann euch nur sagen, alle Leute, die was, das ist Brisket, also das Flanksteak, das ist ein Clubsteak, das ist ein Ribeye, das ist ein Rump und das war das Ranger oder Hufsteak gewesen. Die haben wir jetzt gehabt bei alle Steak als Angusrind vom Nachbarort, aus Hilbrechting, das ist Hohenzö. Und alle, die ein Steak gegessen haben, waren völlig begeistert, aber
Er hat noch 50 Kilo Fleisch, hat er noch, da, weil er schlägt erst wieder im Juni. Habe ich gesagt, das hebst du mal auf, nach Ostern kaufe ich, aber so wie es ausschaut, wird es wahrscheinlich ein wenig später werden wie nach Ostern. Und dann werde ich aber vielleicht alles Burger wieder machen oder irgend sowas. Schauen wir mal, ob ich möchte da wieder Steak fix auf die Karten da, weil das hat sich wieder bewährt. Die Steaks sind wirklich geil, also wenn du ein super Fleisch hast, das kriegst du einfach super Steaks. Ich habe es 28 Tage sowas rolling lassen, das Fleisch, und das war einfach super zart. Und ja, und ich habe beim Grünen Hirschen damals meine Kochausbildung fertig gemacht, weil in der Schule in Glessheim, ich weiß nicht, was du sagst, aber da ist mit dem Kochenlernen nicht so weit her. Ich weiß nicht, wie es in Hofgastein ist. Ich war immer eher der Servicetyp, muss ich ganz klar dazu sagen. Also Kochen, ja, überlebt, wenn ich mir selber koche, aber das ist jetzt unbedingt, wenn anderen zumuten will, hin und wieder, ja, aber nein. Übrigens für Martin Göll, wenn es ein Sundo Schneidshodern, 4er Grand, das ist nicht der Veritox-Schneidshodern, das ist der Sonntag-Schneidshodern. Auf Stoff. Was ist der eigentliche Veritox? Veritox. Der Eritox ist der Dienstag oder der Donnerstag, weiß ich nicht, Montag, Dienstag. Eritox ist der Donnerstag. Veritox ist der Werktag, also der unter der Wochentag. Mara, Pfingster, Miricher, Eridog, Freitag, Samstag, Sonntag. Der andere wird ausgelacht für Suppen. Ja, das wird ein Corona-Bier, der andere. Aus dem machen wir Bier. Der war aber ein Papierner. Und da hat... macht schon ein Schleimer-Bier, gell? Nein, ich tue eigentlich viel mit Bier kochen, aber ich nehme das Bier zum Kochen, also ich tue nicht Bier kochen. Ja, das war ich, dass du Bier zum Kochen nimmst, und deshalb muss ich echt einmal bei dir vorbeischauen und eins deiner Menüs genießen. Vor allem, weil ich weiß nicht, ob das so spät im Juli jetzt dann wieder ein paar Verkostungen gemacht habe oder hab oder wie auch immer, weil ich jetzt in Zeiten von Corona zahlen möchte. Und deshalb bei dir echt noch ein paar Inspirationen holen werden. Ja, jetzt letztes Mal habe ich gebackenes Bier gemacht. Das ist auch eine coole Geschichte. Habe ich einen Samichlaus gekauft, einen brasilianischen von Blumenau. Kooperation Samichlaus mit Brasilien. Der ist mit Donkapone eingebraut. Okay. Das gibt halt schon so einen ganz speziellen Geschmack. Hat zwar nur 12% Alkohol, aber und den habe ich dann eingedickt, also im Prinzip ein Bechamel gemacht. Mit Samichlaus statt Milch und habe dann ein paar Eidotter drunter da, habe das dann eingekühlt bzw. anfrieren lassen, habe dann Würfel geschnitten, habe die Würfel paniert und ausgebrochen wie ein Schnitzel und dann in ein Zucker-Zimt-Ding gewürzt und das ist dann gebackenes Bier. Und habe ich auch ich habe dann ein Kirschbier, das Sherry Schuf habe ich gehabt, das Bier des Monats, von denen habe ich es auch gemacht, mit denen ist es auch super gegangen, also gebackenes Bier. Bitte, danke, reicht schon, ist schon genug, ich habe eh schon Hunger. Also, ja. Das ist erreicht, warte mal. Ja, also, an die Inspirationen scheitert es nicht. Es scheitert eher wegen. Echt cool. Ja, und letztes Mal bei der Ausbildung habe ich wieder gemacht, Biramisu und unser Bierfleisch sowieso, das packt die Leute alle. Und ja, eine Würzesuppe mache ich auch gern. Also, Bierwürze. Und irgendein Bier, meistens ein Weißbier, Zwiebel aus. Das ist das ganze Geheimnis für die Suppe. Ein wenig Schlag was drunter, ein paar Brokrotons, geht super, geht immer. Da sind sie immer völlig begeistert, weil das ist im Prinzip gar nichts von den Zutaten und ist ein super Essen. Ja, das können wir auch gut vorstellen. Also, ich habe die ja leider nicht in Kulinarikstelle gehabt, in der Gruppe, da haben wir einen anderen Vortrag gehabt, der auch wirklich sensationell war. Der Stefan Haas, ja, der ist super. Ich meine, dieser Sterne. Ja, also das war. Dieser Sternekoch, da bin ich weit weg, weißt du, was ich meine? Das war nie mehr zu. Ich bin ja der Meinung, man kann mit der Küche kein Geld verdienen, aber gut, das steht auf dem zweiten Papier. Aber ich bin selber, keep it simple and easy, also.
Mir ist selber lieber, die Leute können es nachher nachkochen, wenn er kein Koch ist oder irgendwas. Und ich kann ihn begeistern, dass er selber zum Inspirieren anfängt. Also zum Kreieren anfängt und dass ihn inspiriert zum Kreieren. Und das ist mein Ansatz. Also, dass einfach daheim anfangen, was nachzukochen. Weil wenn alles so Shishi und Tutu ist, wird es aber schwierig, da trauen sich dann die Leute meistens nicht drüber. Da hast du voll recht, also da kann ich dir nur zustimmen. Aber so hat ja jeder andere Ansätze und ist ja in Ordnung. Ich habe übrigens nebenbei gerade am Computer umgeschaut, wie weit jetzt meine Frau steckt den Krankenwagen von deinem Biergarten weggeht und da sehe ich genau 33 Minuten bzw. 31,9 Kilometer. Falsch, eine halbe Stunde ist das bei uns. Ja, ich muss da jetzt schon eine Kugel zitieren. Das wird zitieren, haben wir heute schon wieder gehabt. Ah, okay. Nein, also hätte ich geschätzt, eine halbe Stunde. Ist zwar ein wenig eine Fahrerei, aber ich glaube nicht einmal, dass beim Heimfahren was großartig verlierst. Ich meine, ich weiß nicht, wie lange du auf Frankenmarkt fährst, aber von uns in Lungau fährst unter 2 Stunden. Weil du bist in. Das traue ich jetzt fast nicht zu behaupten. Weil ich fahre nach Frankenmarkt eine Stunde 45 mit dem Hänger drin eine halbe Stunde dazu. Das wird ja bei uns genauso gehen, weil du bist von uns weg gute 3-4 Stunden, maximal 50 Minuten mit einem normalen Auto in Salzburg. Und dann wirst du eine Stunde brauchen, schätze ich mal, je nachdem, wo du hin musst. Aber ja, ich bin auf die FH fahre ich immer genau eine Stunde. Das ist Mauterdorf, Buch-Urstein, das ist im Süden. Das ich weiß, wo das ist, ja. Ja, genau, da fahre ich genau eine Stunde. Ja, dann verlierst du vielleicht 10 Minuten. Ja. Also da reißt es eben nicht viel. Weil meine, die Strecken nach Salzburg ist bei uns nicht perfekt ausgebaut, aber durchaus. Weißt du, ich fahre die Strecken oft, weil ja, wenn ich ins Bierkulturhaus fahre ich auch lang Richtung Salzburg. Und von daher, ja, 45, 50 Minuten. Ja, wo fährst du da? Weil wir jetzt ein ganz anderes Thema mal haben. Ja, ich fahre praktisch Lonsburg. Ja. Dann über den Kobernassen, also der Ort heißt der Kobernassen, komme ich dann nach Schneegodern. Ja, sie. Friedburg. Ja, okay, über Friedburg. Großweichen. Eugendorf und dann geht es auf der Autobahn. Und wenn ich aber nach Oberdrum fahre, dann fahre ich nach Friedburg rechts dann nicht. Da fahre ich dann nach Lochen um mich. Ja, genau. Ja. Und dann am Matze vorbei, aber nicht am Ort Matze, sondern am See. Fahre zwischen Matze und Oberdrum am See oder zwischendurch und dann bin ich schon in Oberdrum. Ah, okay, spannend. Verdammt, ja, EBS, Prost. Bitte? Ist hier mein Hänger mit? Ja. Und deshalb fahre ich über Monte und dann in Gruppe über Selamos und fahre dann zu nach Frankenmarkt. Naja, das sind natürlich weniger gefordert. Da war ja eher Corona. Husten geht schon los. Husten, wir haben ein Problem. Ich habe es gesehen, ich habe den Tankkurs, das tut mir wirklich furchtbar leid. Ich werde mir das sofort in meinen Feiertagsschneidzahl dann wischen. Verband DBS, ist das die Nicola Buchner, bin mir nicht sicher. Ja, der Corona verfolgt mich schon 14 Tage, also wer es wissen will. Ich habe auch den Husten, aber erst seit meinem Kinderurlaub. Davor war alles in Ordnung. Okay. Nicola, grüß dich. Nicola. So. Ja, bei mir war eine Gruppe Chinesen da, die vorher in Italien waren. Ach so, ja, nein, das tut nicht doppelt, dann hast du dich ja, was? Ja, nein, und ich habe aber an jeden Tank geschüttelt und die haben alle schon meinen Kurs, also Zeit nicht weit. Aber ich war dann beim Arzt und habe gesagt, Bonjour, da war das ganze Wartezimmer lang. Ja, wenn ich mit schneller dran komme, gell? Genau. Man muss nur schauen, wie man sowas kriegt in der heutigen Zeit. Genau. Ja, also Besuch ist ausgemacht.
virtuell unterwegs und. Der hat virtuell falsch geschrieben, das geht mit W, weil es geht um einen Wirt. Ja, mein Gott, man sei ihm und seine Nachkommen diesen Fehler. Ja. Und im Extras gerade ins Bildschirm identifiziert, also. Ja, Triple Corona. Mhm. Die Corona, das wird das Unwort des Jahres werden. Na bitte nehmen wir am Hermann Null, da warte ich mal. Weil sonst wird es, dass der Unwort auch noch ist, dann hin und her gehen.